Ja, moin, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge X-Battle. Und zwar sind wir das letzte Mal im... Ach, bevor ich erstmal hier weiter quatsch. Hallo Dryfeed, wie geht's dir erstmal? Moin, ja, mir geht's auf jeden Fall gut. Alles klar. Und wir waren letztes Mal im Nether. Kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, weil es eben gerade war, Hust. Und da würde ich sagen, gehen wir wieder auf den Server in 3, 2, 2, 1. 1. Alles klar. Ja, so, heute mache ich mir erstmal den schönen Schutz 3 Helm. Hey Digga, ich habe keine Schutzzeit. Ich auch nicht. Lol. Lel. Easy. Hey Digga, ich stell mir mal einen Timer, bevor wir nicht gekickt werden. Ja. Oder bevor irgendwelche Scheiße hier abläuft. Wir wissen auch nicht, was der Server für Probleme hat. Der ist bestimmt krank. Ja, mein Handy geht gerade auch nicht. Alles klar. Beste Voraussetzung. Ja, dann versucht das irgendwie hinzukriegen und dann mal nehmen wir halt ein bisschen weniger auf dann. Okay, startet. Alles klar. Dann 14 Minuten muss dann Stopp sagen, ne? Circa. Ja. Aber es würde werden wir dann schon im Chat lesen. Ja, okay. Okay, ich kann jetzt mit den Dings machen. Eisen hast du mit, ne? Sehr schön. Oder soll ich denn doch auf Sharp Eisenschwert gehen? Ah, ich würde sogar Rückstoß 2 bekommen. Wie? Weil das eine Schärfeschwert von ihm, also von den Typen, da hatte ich auch Rückstoß 1. Ja, dann ist es dumm. Dann mach's nicht. Dann nimm dieses Rückstoß-Scheißschwert da. Ja, mach das einfach irgendwie anders. Nee, Digga. Aber es hat halt Verbrennung, ne, mein Schwert. Ja, dein Schwert, deswegen. Also soll ich das nochmal alles einzeln craften nochmal? Wie? Na, nochmal ganz von vorne Gib mir mal anfangen. beide Schwerter. Ja, Sharp 3 Eisenschwert und Sharp. Genau. Ja, genau. Dann nimmst du das hier, das Schwert. Nimmst du jetzt, um Viecher zu töten. Okay. Und daraus machst du was Gutes. Zum Kämpfen. Okay. Was hast du für Schuh? Diamantschuhe, ne? Hm. Mann, auf diesen einen Schuhen sind es nämlich Federfall drauf, Alter. Egal, ich verbrenne das mal, ne? Okay, das und das behalte ich. Weil ich könnte jetzt theoretisch einfach weitermachen mit der Rüstung, dass ich halt noch eine Schutzdingsrüstung bekomme und einen noch besseren Helm. Deswegen. Warte mal, kann man eigentlich eine normale Kiste machen? Ja. Oh, das ist klar. Das wäre auch ganz gar nicht so schlecht. Ich habe 26 Holz mit dabei, ne? Ich leg hier mal kurz alles rein. Ich will auch was reinpacken. Ich habe einen Braustand? Ja, von mir da. Lol. Ja, genau, dann mache ich jetzt mal hier ein paar Warzen. Ja, genau. Gold. Wir haben überall Gold. Ja, wir brauchen. Genau, Äpfel. Ich habe einen Goldapfel. Ja, das reicht nicht. Ich leg mal mein Ding hier in eine Hotbar mit rein. Ich gebe dir hier mal ein bisschen rohes Fleisch und alles. Hier, guck mal. Und zwar, nimm das mal und mach das irgendwie hin. Guck mal, und zwar, hast du Erde? Haben wir Erde mit? Bitte, 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 bitte. Nee, wird nicht. Also ich hab What the nichts. fuck, ich hatte doch Erde. Wo ist die? Hast du keine Erde? Nein. Oh Mann, da geht der Plan gar nicht auf. Weil wir hätten uns Brote machen können. Weil ich habe das und das. Ja. Das ist natürlich nicht so cool. Du hast jetzt auch keine Dias mehr, ne? Nee. Das heißt, wir bleiben hier nicht lange. Verdammt. Ja, Bücher habe ich noch. Easy. Wir brauchen auch noch einen neuen Amboss, ne? Was dafür? Schutz 1 Buch soll ich mit. Nee, Schutz 1 Buch ist doof. Ja. Was brauchst du Stärke noch? 1, Was Stärke brauchst du noch? 1, wird Stärke 3, Stärke 3 und Stärke 3, wird Stärke 4. Soll ich mit Stärke 4 Bogen machen? Jo. Okay, dann brauche ich 10 Level, aber. Ja, 10 Level. Gut, dann gehe ich farmen. Ich auch.
farmen, farmen, farmen. Ich habe hier nicht mehr so viel Spitzhacke. Gut Deutsch. Aber wir haben ja Eisen dabei. Nee, ich nicht. Du hast eben gesagt, wir haben Eisen dabei. Ja, ich habe das... Ja, drei Stück nur. Ja, wir haben gar nichts mehr. Oh, Junge. Das heißt, nächste Folge sind wir auch schon wieder aus dem Messer raus. Also an alle, die uns snipen wollten. Zu spät. Wie kann Nickelficker? Ich würde sagen, wir müssen erstmal mega, mega viele Level fahren, bevor wir aus dem Nether rausgehen. Ja, und gestern hatte ich mich noch am Arsch mit so einem Typen aus der X-Battle-Confi. Ja, Alter, der hat sich über halt über meinen Vlog lustig gemacht. Ist okay, muss kann er machen, wenn er will. Aber er hat gesagt, hier, der hat das in die Confi reingepostet und hat dann darüber sich lustig gemacht und zudem er gesagt hat, da sind die beiden Fettigkeiten-Typen, blabibub. Und ich finde sowas geht überhaupt nicht, weil ich zum Beispiel habe halt eine Schilddrüsenunterfunktion, wer das nicht kennt, das ist halt so eine Art Krankheit, wo deine Schilddrüse nicht arbeitet, deine Schilddrüse sorgt halt dafür, dass alles, was du halt zu dir nimmst, halt umgewandelt wird und so. Und bei mir ist es halt so, dass es halt, ja, halt zur Masse halt sich halt, ne, macht und, Problem ist, ich kann nichts dafür, also so richtig dick zu werden. Also dafür und dafür finde ich, geht das überhaupt nicht, wenn man sich darüber so noch lustig macht, weil der Typ hat sich noch nie gezeigt oder so, ich habe wenigstens noch den Mut, mich zu zeigen. Ja. Und mir ist es halt scheißegal. Und ich finde, wenn jetzt jemand zum Beispiel sagt, ja, da musst du weniger essen und so, das würde mir natürlich auch nichts bringen. Und auch dicke Menschen müssen essen, stellt euch das mal vor. Ja, also nicht nur die Dünnen müssen was essen, sondern die Dicken müssen ja auch was essen. Also nicht, dass ihr denkt jetzt so, ne, habt ihr wieder was dazugelernt. Für diejenigen, die das jetzt sich so gedacht haben, müsst ihr weniger essen oder so. Hat er mit dem Maul. Und ja, also wie gesagt, finde ich halt nicht so cool. Und Drive fand es auch gar nicht so cool. Und dann hat er irgendwie angefangen, dass seine Mutter irgendwie tot ist oder so. Das finde ich jetzt zwar traurig oder so, ja, aber ja, also wir haben uns halt ein bisschen über seine Mutter halt lustig gemacht, wie jeder seine Sache, also wie deine Mutter, Schwanz im Mund oder so. Er meinte, seine Mutter ist tot und so, ja gut, ist traurig oder so, ne? Aber dann soll er nicht anfangen mit so einer Scheiße, ne? Wenn er selber weiß, dass seine Mutter tot ist, dann muss er nicht sagen, deine Mutter ist eine Hure oder du bist ein Hurensohn oder so, was beides das gleiche ergibt. Da muss er sich nicht wundern, ne? Weil wenn meine Mutter tot wäre, ich würde sowas niemals sagen. Ohne Witz. Da hätte ich so viel Respekt. Ich meine, wenn ich das sage, meinst du nicht mal ernst oder so, weil... Ja, keine Ahnung. Ich sage auch zu Leon manchmal mal, du Hurensohn oder so. Aber wir wissen halt selber, dass das alles nur Spaß ist und so. Aber der meint das halt wirklich ernst und das fand ich halt ein bisschen richtig, richtig peinlich. Ja. War nicht so cool. Ja. Ich könnte jetzt das sagen, was ich vor der Aufnahme gesagt hatte. Vor der ersten. Irgendwas, was soll ich denn jetzt machen? Ja, Farm, Level! Ja, ich habe jetzt schon Stärke 4. Ja, Schwerter? Nee. Doch? Wie jetzt? Warte mal, jetzt muss ich ja, ich habe kein Eisen. Ja, deswegen färbst du jetzt Level, damit wir nächste Folge wieder hier rausgehen können. Ah. Dann Eisenfarm und ja, Dias Farm. Warte mal. Alles klar, passt. Warte, ich gebe dir mal kurz zwei Bücher gleich. Oder wenn du auch Bücher hast, guck mal, auf was du das verzaubern kannst. Cool. Ich kann dann nämlich eine Scheiße, weil ich brauche auf jeden Fall Schärfe. Ja, ich muss gerade überlegen, ob ich Schutz oder Schärfe sage. Aber ich brauche Schärfe. Alles klar. Ah, ja. So, das ist in der Minecraft-Welt. Okay, also sowas geht jetzt alles noch mit meinem Gitz oder so, aber wenn jetzt sagen wir PvP ist oder so, dann sag ich einfach meiner Mutter so, ja, ich habe einfach meinen Gips abgemacht und dann mach ich einfach den Gips ab, weil ich will ja nicht sterben und scheiß auf den einen Finger, Alter. YouTube ist mein Leben. Ich habe schon kein anderes. Okay. Ich verdiene zwar kein Geld, aber ist mir egal. Jo. ich weiß jetzt überhaupt nicht, wo ich bin. Finde ich ganz schnucklig.
bin irgendwo im Nego. Na, so wie gut, dass ich weiß, wo ich bin. Ja. Obwohl, warte mal, wo bin ich? Alles klar, da habe ich mich hochgebaut, das heißt... Oh fuck, ich kann nicht laufen, weil ich nichts zu essen im Mund habe. Alles klar. Da kommen wir auch schon wieder zum Essen. Okay, ich glaube, hier war das. Yep, yep, easy. Okay, ich bin jetzt auf Level 17. Das Schlimme ist, die meisten haben dann manchmal auch keine Argumente mehr irgendwie. Keine Ahnung. Ja, also wer hier sich den Leon irgendwie, so sagen wir mal, behauptet, in Anführungszeichen, oder es halt zumindest versucht, der ist mega dumm, weil er verliert. Easy. Oh, ich bin fast Lava gefallen, Alter. Eh nicht. Ich bin fast runtergefallen. Oh, ja, Mann. Mann. Okay. Wieder back. Auf dem Server ist keiner, ne? Doch. Ja, wir beide. Jetzt Percy und Riefried. Alles klar, wir können jetzt. Egal, unsere Kills stehen da nicht, ne? Lol. Hä? Was ist das wieder für ein Bug, Alter? Ja, bestimmt, weil wir zu schnell wieder raufgejoint sind. Ne, glaub ich nicht. Glaubst du das? Glaubst du das wirklich, Triefreiter? Ja. Okay, komm mal her. Aber wenn wir nächste Folge dann wieder rausgehen, dann müssen wir noch mal kurz zur Teamkiste, weil hier sind übelst viele Bögen drin. Ne? Hier. Versuch mal, was du so entschaden kannst. Wo ist denn der? Hier hinten. Stärke, Schärfe, Effizienz. Schärfe, 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 Schärfe. Okay. Hab. Alles klar. Und jetzt guck mal, auf was du das machen kannst. Gib mir das Buch, gib mir das Buch, gib mir das Buch. Alles klar. Das ist Schärfe. Nochmal Schärfe. Gib her, gib her. Das ist richtig perfekt. Hey lol, ich hab noch dein Schwert hier. Oder ist das? Ne, das ist meins. Okay. Alles klar. Also, wir haben jetzt hier und hier. Da gibt Schärfe 2. Und der Amboss ist kaputt. Fuck. Ja, easy. Ich hab ihn einfach gerackt. Oder wollen wir jetzt schon fix rausgehen? Ne, ich brauch noch Level. Digga, ich will mit mir ein Schärfe 4 Dia-Schwert machen. Ja. Ja, ich mach okay, schon ja, hier. Wir können auf jeden Fall schon alles abbauen, damit wir morgen halt hier raus können. Ja. Lassen wir die Kiste denn hier stehen, ja, ne? Können wir machen. Weil ich nur eine ganz wichtige Zeit. Kannst aber mal ein Schild dran stellen, du Hurensohn. Ich mein's jetzt gerade ernst, weil die uns ja angeblich dann snipen wollte. Da sind sogar Schilder drin, Mensch. Ja. Ja, perfekt. Ja. Knochen. Das ist dein Lava-Eimer, oder? Das ist meiner? Nee, ich hab meinen. Ich habe auch noch einen Wassereimer. Ja, nimm den trotzdem mit. Ich habe auch noch einen Wassereimer. Okay. Nimm den trotzdem mit, den Lavaeimer. Okay. Kannst du noch was nehmen, ja? Ja. Okay, die lassen wir noch dran dann hier. Okay. Okay. Ich glaube, das wächst auch nicht mehr hier. Ja. Okay. 11 Minuten sind wir. Ja, sieht auf jeden Fall schnieke aus. Okay, ich nehme mal... Guck hier, was ich geschrieben habe, wie viel. Du, was? Du Hurensohn. Huah! Viper, nice. Warum wächst denn das nicht? Was weiß ich denn? Okay, lass mal jetzt austauschen so. Hast du einen Zaubertisch? Ja. Kriegst du. Nein, nimm du. Nein, nimm du. Okay. Brauchstand nehme ich. Hast du rohes Hammelfleisch? Hammelfleisch? Nö, aber ich habe mega viel Platz. Okay. Golderz. Nö, aber ich per. Rohes Rindfleisch, gebe ich dir auch mal. Fäden. Ja, damit. Kessel behalte ich. Das Gold behalte ich auch, ne? Oh shit. Holz? Ja, ja, damit. Ja, ja. Knochen. Krieg ich nicht mehr. Muss rein dann. Alles klar. Ja, dann lassen wir das einfach bis morgen wachsen hier. Wie viel Zeit haben wir noch? Eine Minute. Also wir werden gekickt. Ja. Ist nice. Alles klar. Ich würde sagen, Dryfader ist da. Nice. Warum hast du hier sowas gebaut? Ja, damit das hochwächst. Du denkst auch, das wächst bis da oben, oder? Nein, aber... Na egal. Alles klar, passt. Hast du ein zweites davon von Soul Sand? Nee. Mach mal daneben, vielleicht fühlt sich's alleine. Ich hab keins mehr. Mhm. Warte. Alles klar. Passt.
Okay, dann würde ich sagen, loggen wir uns jetzt auf euch aus. Ah, es bleibt passt. Okay, Leute. Okay. Ich würde sagen, wenn wir gefunden. Okay, Drive, ich mach das mal. Okay, also Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst uns doch mal eine positive Wertung da. Würden wir uns auf jeden Fall freuen. Und ja, Leute, Percy, ich lasse dir mal den Schluss. Ja, wie gesagt, die Folge kriegt von euch ein Like. Wenn nicht, dann seid ihr ein Napp. Oder ein Huren. Okay, gebt ein Like, schreibt was in die Kommentare rein. Ja, guckt auf jeden Fall die letzte Folge nochmal, falls ihr die nicht geguckt habt. Und dann würde ich sagen, see you later, Alligator. Tschüss. Ciao.